Und er antwortete, nur der einzelne Mensch kann in Kontakt zu Gott treten, nicht die Kirche. Nur der Einzelne kann sehen und kann erfahren, hat ein Bewusstsein, das die Welt, wie wir sie sehen, hervorzaubert. Auch bei diesem Kontakt mit Gott geht es ja um unser Bewusstsein. Und deshalb ist die wissenschaftliche Erforschung des Bewusstseins so wichtig. Damit stehen wir noch ganz am Anfang und das LSD ist das wichtigste Mittel dazu, ein Werkzeug. Aber wie gesagt, wir stehen noch ganz am Anfang in der Bewusstseinsforschung und ich hoffe sehr, dass sie weitergeht, denn wir brauchen eine Art neues Eleusis, sonst wird diese Welt untergehen. Unsere politischen Führer heute wissen doch nichts. Sie wissen nichts, was auf der Erde wichtig ist. Sie haben kein Wissen, was der Mensch wirklich braucht, dass er von und in der Natur lebt. Aber dieses Wissen müssen wir wiedergewinnen, wenn die Menschheit nicht untergehen soll. Der Naturwissenschaftler, der dieses Wunder nicht sieht, nimmt sich nur etwas von der Mechanik der Natur, das, was er für seine Technik brauchen kann, und er macht Waffen daraus und Atombomben. Dabei könnten wir aus der Erde einen Paradiesgarten machen. Es wäre alles da, die Methoden, die Hilfsmittel, nur da, und da fühlte sich Albert an den Kopf, am Bewusstsein, da fehlt's noch. Dankeschön.